So, weiter geht's. Weiter geht's, Leute. Neuer Tag, neues Glück. Da steht ein Kegel. Wo seid ihr? Oh, Barrett ruft. Barrett? 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 Das war doch seine Stimme. Huch, was jetzt? Ich bin in seinem Kopf. Kommt schon! Antwortet mir! Kegel, Leute. Da steht ein Kegel. Zusammen. Entweder du bist einfach ein geiler Zocker. Behauptet, bleibt unbegründet. Oder die letzten Kapitel ziehen sich im Vergleich zum Anfang. Ich glaube das fast gar nicht. Ich glaube, ich bin einfach echt durchgerannt. Aber es ist ja ein reiner Story-Run, also... Und auf einfach, darf man auch nicht vergessen. Lenchen! Oha, nee, sag nicht... Lenchen! Ach, da hier stand mal die... Marlene! Die lebt noch, Digi. Wedge! Jesse! Da sollte man sich mal beruhigen, die leben alle noch. Scheiß! Fehlt aber das Blut an der Wand. Verdammt! Marlene! Chris hat nur... Das ist alles unsere Schuld. Nein. Ist es nicht, Tifa. Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht? Ja. Was der für riesen Hände hat. Vor allem Chris hat nur auf Tifa geachtet. Die Zeit verging wie ein Flug. Hörst du? Hä, aber Moment mal. Leute, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ich weiß, es ist ein emotionaler Moment, aber die standen doch oben auf dem Turm. Und im Bildschirm hat man gesehen, wie Marlene und ihr wisst schon, die andere Blumenmädchen, gelebt haben. Der Chinese hatte die doch, oder Asiate, oder nennt's wie ihr wollt. Auf jeden Fall hatte der die doch, und der hat die doch kurz gezeigt, oben am Turm. Das verstehe ich nicht, da haben die doch gesehen. Also wissen die doch, dass die nicht tot sind. Hä? Aerith, Barrett. So hieß er, ja. Marlene geht's gut. Was? Hat Aerith doch gesagt. Aerith? Das Mädchen, das sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Hm. Und woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Hey! Wo willst du hin? Das sagt man ihm natürlich, nachdem er erst 20 Mal gegen die Wand geboxt hat. Also das habe ich jetzt nicht gerafft, Leute, weil die waren doch alle drei oben auf dem Turm. Und die haben alle drei diese Videobotschaft gesehen und da hat man die doch gesehen, kurz. Ich raff's nicht. Also das ist für mich gerade so eine, irgendwie so eine Logiklücke. Vielleicht fällt mir das beim Schneiden wieder auf, wo ich mir denke so, ah, okay, ja doch, so war's, okay, verstehe. Wie konnte das nur passieren? Sie ist tatsächlich abgestürzt. Ja, und ihr seid schuld, ihr Was Wichser. Was sollen wir nur machen?
die auf jeden Fall die Uniform ausziehen und euch von diesem Dingsbums distanzieren. Das war doch kein Unfall. Ja, ja, es war wieder jetzt hier, die Terroristen waren das wieder angeblich. Und? Verrätst du mir, wo es hingeht? Zu Aris Haus, in Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort oder nirgendwo. Hä? Ich raff's Sag nicht. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Selbst wenn wir sie doch nicht dort finden. Tut mir leid, meine Nerven liegen vollkommen blank. Tifa, was weißt du übers alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks also auf Aris abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Und wieder warst du zu schwach. Aber der Verlust macht dich stärker. Du willst doch stark sein. Was ist los? Alles okay. Schnell weiter. So viele ungelöste Fragen, die ich gerade habe. Weil A, haben die oben gesehen, dass sie noch leben. Und dass sie nicht bei dem Haus sind, weil der komische Chinese die gekidnappt hat. Das haben die doch oben über den Fernseher gesehen, oder nicht? Bevor das in die Luft gegangen ist. Ich raff das nicht, Leute. Das ist für mich jetzt so ein Ding, wo ich... Halt. Schleichen wir vorbei. Was machen die Kerle hier? Ihre Arbeit. Du musst jetzt an Marlene denken. Reiß dich zusammen. Ich kann mich wirklich nicht mehr bewegen. Was ist? Oh. Ist was? Oh, guck mal, hier ist wieder die Masseurin. Schrecklich, was passiert ist. Wie ist es hier? Im Vergleich zu Sektor 7 sind wir glimpflich davongekommen. Hier kamen nur ein paar Staubwolken an. Okay. Kannst du mich nochmal massieren, bitte? Ist es wahr, dass Sektor 7 zerstört wurde? Jesse war auf dem Pfeiler, oder? Ja, Bix auch. Die beiden waren verwundet und konnten nicht laufen. Aber Wedge war unten in den Slums. Verstehe. Hab ich doch gewusst, dass hier was ist. Ruhig, Kleiner. Schön ruhig bleiben. Ich muss sie suchen. Ich muss Jesse und die anderen finden. Wie? Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann. Cloud, hilfst du mir später bei der Suche? Klar. Ja. So, hier kamen wir ja mit ihr auch lang und dann hat sie uns da die Abkürzung gezeigt. Das kennen wir, den Teil. Würde ich auch fast sagen... dass wir es auf jeden Fall finden. Das hat vielleicht gekracht. Ob das ein Unfall war? Das hier ist schon Sektor 5, oder? Schnell, bring mich zu Marlene. Ja.
Die wird da nicht sein, Leute. Die wird da nicht sein. Ich kann. Lauf schneller! Heb die Füße an! Schreib mir mal das Tempo vor. Was ist los? Das für mich irgendwie. Nee. Dass sie in Sicherheit ist. Nicht, dass sie bei ihr ist. Die hat die nicht in Sicherheit gebracht. Das glaube ich nicht. Wie denn? Die ist doch mit dem aus der Bar gelaufen und wurde quasi gefangen genommen. Das kann also nicht sein. Das glaube ich nicht. Wenn die jetzt hier ist, dann ist da ein Logikfehler. Als ob der Chinese nur die Marlene! Ich kriege ihren Namen immer nicht hin. Milton! Aerith mitnimmt. Achso, ja, guten Handel haben, hat er ihr vorgeschlagen. Okay, das kann sein. Gucken wir mal, ob die da ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Wo ist sie? Wo ist Marlene? Aerith! Heil die doch nicht so an. Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also sie hat kurze Haare und ein Gesicht, so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung. Rosa! Heute hatte sie was Rosa an. Die Kleine schläft oben im Bett. Leise, sie schläft! Oh, irgendwie ist der ganz niedlich, der Barrett. Wollen wir auch hoch? Ich glaube, das würde mich beruhigen. Wehe, ihr weckt mir die Kleine auf. Aber das ist doch so, weiß ich auch nicht. Als ob der Chinese jetzt doch ein Böser quasi, denke ich mal. Als ob der sich auf so einen Handel einlässt. Warum? Der hatte die doch schon. Die hatte 100% keine Wahl, also. Am besten, ihr geht auch nach oben. Jawohl, Ma'am. Aber irgendwie der Barrett, wie die verlegen, der ist es schon süß. Marlene, ein Glück. Du lebst. Was will er mit einem kleinen Kind? Mann, das ist ein Böser. Aerith ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Aerith zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich habe sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft, richtig? Hat Aerith dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Aerith ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht ihre leibliche Mutter. Was für ein Beitrag. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aerith in Sicherheit.
Das waren die letzten Worte ihrer Mutter. Ohne meinen Mann war ich genauso alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Aris mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein. Wir verstanden uns gut. Die Kleine war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten. Wie es in den Büchern steht. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aris aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Seine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Alter, wenn das ein Kind zu dir sagt, ist auch krass, oder? Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages... Oh, Jaha! Nein, geh weg! Aris, du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte, was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Aris ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos, etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind, alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Aris Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Aris? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn zu oft wusste Aris Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Aris nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf! Wenn ich jetzt auch noch Aris verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud, Aris Mutter könnte recht haben, dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir nicht noch abwarten, was passiert? Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen.
Alles klar. Naja, wenn ihr mich fragt, die komplette Stadt ist in Schutt und Asche. Und, als ob die Bar noch steht. Das, nee. Einfach nein. So. Aber gut, dann gehen wir halt wieder 900 Meter zurück zur Bar. Das Tor nach Sektor 7 ist verschüttet. Durch die Trümmer kommen wir nicht durch. Was sollen wir tun? Wir nehmen den Tunnel auf dem Spielplatz. Was für ein Tunnel auf dem Spielplatz? Jetzt hör mal auf. Mach mich mal jetzt hier nicht. Wo ist denn hier ein Spielplatz? Bahnhof. Ah, gute Idee. Und wie kommen wir dahin? Gibt noch einen anderen Weg. Weiß ich von Eris. Ah, okay, dann weiß ich wo. Echt praktisch, so eine Verbündete vom alten Volk, was? Sorry, ist mir so rausgerutscht. Dann weiß ich sogar wo. Wo. Ja. Krass, Orientierung ist da, Leute. Guckt ihr das an. Guckt ihr das an. Instant, ohne auf Karte gucken. Okay, das eine Mal, wo ich jetzt geguckt habe, aber das hat mir nichts geholfen. Ich kenne den Weg tatsächlich. Ich schwör's. So. Hallo Kia, Grüße. Willkommen im Stream. Das hat vielleicht gekracht. Das hat vielleicht gekracht. Wo wir doch da. Bin ich jetzt schon dran vorbeigelaufen? Nee, oder? Darf nicht ins Stream gucken. Ins Chat gucken. Nee, hier ist es. Da drüben. Alter, wie sie mich weggeschubst haben. Schubs nicht, ich hab Joghurt im Rucksack. Die Mucke ist voll entspannt gerade. Nee, aber an dir und YouTube nochmal. Unten links sieht man die Spielzeit. Und angeblich braucht man Minimum 35 Stunden, wenn man sich nur auf die Hauptstory konzentriert. Da bin ich ja mal gespannt. Was denn jetzt? Musik einfach weg. Einfach so. Akku leer, Leute. Scheiße. Los, worauf warten wir? Jetzt kommt ein neues Lied. Was ist denn da gerade? Funken. Das Coole ist, die Treppen sind alle schon unten. Brauchen den Quark nicht nochmal machen. Das dauert keine Sekunde. Und Chef! Das dauert keine Sekunde und sie sagt vielleicht zwei. Es ist noch nicht vorbei. Auch erzähl geil. Was Neues. Okay, den fand ich gut. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Ja, wir müssen auf jeden Fall die anderen noch suchen. Ich glaube, die leben noch. Die Jessie und Biggs und Ratchet. Heißt Ratchet eine nicht Sackgasse. Eigentlich Werkzeug? Mist. Versuchen wir es da. Was heißt ziemlich Ratchet übersetzt? Aber nichts, womit wir nicht fertig werden. Hey, hier ist doch vorhin, hier bist du doch vorhin auch lang gelaufen. Also, beim letzten Mal. So, da haben wir noch Loot. Oh ne, jetzt kommt dieses Lied wieder. Jetzt oder nie? Bringen wir es hinter uns! Auf die Fresse! Da geht noch was! Das war's! Das war ein gutes Training! Der Feind ist geschwächt. Bringen wir es hinter uns. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Mich hält nicht mein Einsatz. Volle Kraft. Na, komm ruhig. Volle Kraft voraus. Das Spiel ist aus. Das war abzusehen. Bin ich richtig überhaupt? Ich laufe hier einfach irgendwo hin. Aber scheint so, oder? Robo! Ich hab mich nicht geschlagen. Los geht's. Hey.
Komm schon! Wow. Na gut. Nimm das! Der Feind hat geschwächt. Ja! Geht noch was. Okay. Ja. Der ist auch geschockt. Stromschlag. Keine große Sache. Um, Junge, so ein Feuerwerk. Feuerball. Was? Der heißt, Reggie, das heißt Kyle. Der sieht aber nicht aus wie ein Kyle. Wie ein dicker Kyle. So, noch eine Medaille. Hier gibt's bestimmt auch. Oh, warte mal. Also da geht's lang und hier geht's lang. Lass mal kurz mal lunchen. Ah, hier ist Sackgasse. Dann gibt's doch hier bestimmt Loot, ja. Wisst ihr, dass ich im Spiel erst zwei, dreimal geblockt habe? Wird nicht lange dauern. Wird voll überbewertet. Keine Chance hier und nicht weiter. Genug. Sehr gut, weiter so. Dieses Lied macht mich irgendwie, das triggert mich voll. Volle Konzentration. Mist. Gut. Mein Einsatz. Keinen Kampf. Immer mit ihrem scheiß Elektro, wo ich mich nicht mehr bewegen kann. Hey, der klaut mir sogar Geld, Alter. Krieg ich das wenigstens wieder, wenn ich ihn besiegt hab? Habt ihr gesehen, da stand Geld geklaut. Der hat mir Geld geklaut. Während er mich geschockt hat, klaut er mir Geld. Der hat mich voll abgezogen, ey. Das ist ein bisschen Mischung aus Reggae und irgendwas anderem. Nicht so schnell! Wenn ihr hier durch wollt, ist Weg zur Hölle. Oh, da ist ein Dicker hier, der Dicke. Du bist es! Uiu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 i
Mehr oder weniger. Wo sind die anderen? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ich bin so froh, dich zu sehen. Das gibt mir Hoffnung für die anderen. Hallo Basti, 13. Die Sorgen hör nicht 13, auf. Kapitel 13 ist es. Nein, habt ihr meine nicht. Freunde gefunden? Kein Loot, okay. Wir werden Wache halten. Bum, bum, bum. Die Sorgen.